zu einem netten Abend der lustigen Campus-Radios NRW. Wir werden jetzt anfangen, ein sehr nettes Konzert zu spielen. Und zwar in einer angemessenen Lautstärke. Dankeschön. Ertrunken der Verschwommenheit eines kurzen, endlosen Seins. Kommt die Apokalypse oder bin ich doch nur besoffen? Wenn ja, so sind alle betroffen. Wach ich oder träume ich halb schlaf? Verwirrtes Grinsen überzieht man mit Magensaft, gekränktes Gesicht. Welches seinem Gleichnis sehnt, dass ich letztens sah? Welches seinem Gleichnis sehnt, dass ich letztens sah? Verwirrtheit trifft mich ab und zu. Ich mag sie, bekomme nie genug. Verwirrtheit trifft mich ab und zu. Lange lässt sie auch nicht in Ruhe. Das Licht auf der Straße geht aus. Zum Aufrecht der Helligkeit scheint die Sonne, die Bonne, eine Pracht. Allmählich beginne ich mich zu drehen. Ich bin der Punkt in diesem System, die Mitte, von der ich mein Tun auch kontrollier. Mit mir ist kalt, sicher Frieden, oder wird es warm? Das war konfuse Situation eines verwirrten Tages. Konfuse. Konfuse ist auch sehr gut, oder? Konfuse. Gut, wir kommen zu einem weiteren älteren Lied. Es heißt Planet der Affen. Vielleicht kennen das einige noch. Das Bier und die Gespräche geben nicht viel her. Ich denke, es ist das Beste, früh von hier zu gehen. Ob es gut geht, wird man sehen. Traurig ist nur, dass ihr mir nicht mehr sprecht. Die Zeiten ändern sich, ihr habt mich längst vergessen. Bergab euch das Eck dazu. Thank you.
schlecht getan, um hier zu existieren. Wahrscheinlich nichts, denn ich hab nichts mehr zu verlieren. Ich gebe auf, gebe auf. Ich hab genug, ich hab genug. Ich kann die Welt nicht mehr verstehen. Ich gebe auf, ich gebe auf. Ich hab genug, ich hab genug. Ich kann die Welt nicht mehr verstehen. Uli. Rein bitten, sich hinzusetzen. Ab der fünften Reihe kann man euch nicht sehen. Ich würde noch hinzufügen, es könnte auch die ersten fünf Reihen die anderen auf die Schultern nehmen. Das stimmt. Also, ihr müsst euch stellen oder wow. Sie setzen. Wie wollt ihr? Also, wenn ihr die Möglichkeit habt und es... Die Frage ist, ob es so gut ist, uns zu sehen. Ich mach mal einen Kopf auf, vielleicht ist es keine Ahnung. Die andere Seite... Ja, ich denke, es ist ja auch jetzt noch an der Zeit, weil ich denke, einige werden verwirrt sein. Der Mann an den Tasten, das ist Markus Schirjan, den haben wir heute dazu eingeladen und wir sind sehr stolz, ihn dabei zu haben. Das ist ein ganz netter Kerl, auch wenn er so gefährlich aussieht. Es sitzt noch keiner. Setzt euch. Und ich meine, wenn das noch weiter klappt, wenn ihr quasi das Namen machen würdet, was hier vorne schon sehr, sehr eindrucksvoll demonstriert wird, dann vorbildlich, vorbildlich. Jawohl, super. Das ist sehr nett von euch. Ich möchte bitte, dass sich die hinteren Kühlereien auch nach dem Konzert anschließen bei den Leuten jetzt, die sich da vorne auf den Boden gesetzt haben, bedanken. Mit einem Bier. Mit einem Bier oder einer Zigarette oder einem Kaffee. Super geil aus. Was euch so einfällt. Ich frage mich, was heute Abend geht. Erscheint es mir überhaupt nicht so, dass ich mit meinen Blicken auf dich stoß. Du bewegst dich lang, die Lust zu setziger Musik. Während ich dir stehen will, nur zu Füßen liegt. Oh, bitte, 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 lass mich ein Glück unfehlbar sein. Ich würde mir das sonst ein Leben lang nicht mehr verzeihen. Oh, bitte, 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 lass mich ein Glück unfehlbar sein. Ich würde mir das sonst ein Leben lang nicht mehr verzeihen. Wieder mal wie immer viel zu spät. Anscheinend ist hier viel zu viel los, dass ich mit meinen Blicken auf dich stoß. Du bewegst dich grandios so, während ich dir sitzen will, nur zu Füßen liegt. Oh, bitte, 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 lass mich ein unfassbar sein. Ich will mir das sonst ein Leben lang nicht mehr verzeihen. Oh, bitte, 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 lass mich ein unfassbar sein. Ich will mir das sonst ein Leben lang nicht mehr verzeihen. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Dankeschön. Danke an die Novas für den Tipp. Ich finde, das ist jetzt schon eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Und jetzt sehe ich auch mehr. Hallo. Gut, eins von den neuen Liedern.
es knallt mit mehr Verzerrern auf dem Album. Wir haben es jetzt zu einem Swing umfunktioniert. Das heißt Klingen bringen. Schatzlose Geister, zu viele Biere und Jägermeister, treulose Blinde, blindlose Träume. Könnt ihr, weil es gibt ja immer so Live-Mitschnitte von Akustikkonzerten, da ist es immer ganz wichtig, wenn man ein Lied ankündigt, dass dann irgendwer im Publikum macht. Nachdem die Ankündigung durch ist. Also ich sage jetzt Monokultur, wir haben extra zwei Atmo-Mikros für euch aufgebaut und wir probieren das jetzt einfach. Gut, jetzt, das wird jetzt weggeschnitten und ich sage jetzt Monokultur. Bleib's allein.
Zu einem ruhigen Lied. Ich hoffe, ich habe meinem Bruder bei der letzten Probe zu diesem Konzert gesagt, er muss sich für dieses Lied irgendeine Performance überlegen. Das heißt, morgen sagen wir, du hast die Gewichte vergessen, die Pump-Performance läuft schon mal nicht. Mit dem Unterhemd. Ich glaube, es wäre super gekommen. Ja, ich hoffe nicht. Ja. Ich wäre auch dafür, dass du heute nur noch Englisch bist. Ach genau, das habe ich eh vor. Ja gut. Wir machen einfach aus der Zeit, die uns noch bleibt, die Ewigkeit. Und morgen sagen wir, wir haben in der letzten Nacht die besten Jahre unseres Lebens verbracht. Und morgen sagen damit an. Du hast einen weiten Weg vor dir, doch keine Angst, ich warte hier. Du sagst, dass du zurückkommst, irgendwann. Und morgen sagen wir, wir haben in der letzten Nacht die besten Jahre. The next piece is from our new album, it's called Out of Control.
Come on. Ich komme nicht weg, zu viel, was mich hält, und das meiste davon bin ich selbst. Ich kann nichts mehr sehen, geschweige denn hören, es ist nicht mehr hier. Das Gefühl für die Zeit und das, was ich scheine, aus jedem Blatt fehlt Altpapier. Es geht alles zu Ende und fängt irgendwann nach einer Weile von vorne an. Außer Kontrolle, was dem passiert. Auch wenn wir noch so protestieren, es spielt keine Rolle, was morgen wird. Es hat keinen Zweck, ich hab nachgezählt. Zu viele Faktoren und zu wenig Geld. Mach das Beste daraus, halt ich nicht damit auf. Wir müssen hin. Gibt's immer, mal harmlos, mal schlimmer. Aus Neuentdeckt wird halt vertraut. Es geht alles zu Ende und fängt irgendwann nach einer Weile von vorne an. Außer Kontrolle, das Leben passiert. Auch wenn wir noch so protestieren, es spielt keine Rolle, was morgen wird. Das Leben passiert, wenn wir noch so protestieren. Es spielt keine Rolle, was morgen wird. Wir leben heute, jetzt und hier. Außer Kontrolle, das Leben passiert. Auch wenn wir noch so protestieren. Es spielt keine Rolle, was morgen wird. Meine persönliche Synthese, falls du mal einen Text empfängst und so weiter. Und ich danke dir für die langjährige Zusammenarbeit. Nix. Aber, du darfst dafür auch auf Konzerte weiterhin kommen. Wow. Ein Lied, das heißt Explodieren. Und beginnt folgendermaßen. Ich muss aufpassen, dass ich meinen Einsatz richtig hinbekomme. Ich hab da mal eine Frage. Ich will wirklich nicht schwimmen. Ich brauche nur eine Auskunft. Kannst du mich hören? Gib mir endlich ein Zeichen. Champion, dem dieser Abend gehört.
will wirklich nur reden. Mich würde interessieren, was in den Leuten so vorgeht, die nur Dreck produzieren. Man kann keine Menschen sehr schön, danke, dass du das mit mir gemacht hast. Ja, das sind wir. Ich glaube, Englisch, danke. Gut. Du fängst an. Yeah.
danke für Ihre Einladung. Nun passiert ein fliegender Wechsel, der Gefangener wird uns verlassen und nun werden meine beiden Schwestern, unsere beiden Schwestern, auch wenn er Amerikaner ist, sind wir trotzdem Brüder. Yes, it's great. I'll have to make a little good time. Und dann müssen wir nämlich kurz was umbauen. Wir sind ja dann eh gleich groß. Nein, wir haben uns wirklich gern. Ja. Hast du jetzt hier ein Jagd? Jetzt kommt jetzt, glaube ich, Jens, oder? Genau, jetzt kommt der Jens. Es heißt Jens. Yeah. Ich glaube, du musst die Gitarre doch noch ein Stück wieder leiser machen, weil ich hatte gerade ein Feedback. Und ich höre, wenn ich mich verspiele, das brauche ich nicht. Ihr seid bereit? Okay. Eins, so. Ist es quasi schon draußen und wir probieren das jetzt nochmal mit diesem Rheinufer. Das nächste Lied heißt Komm an. Es ist irgendwie übertrieben, es muss eher so höchst zwei, drei Leute so hoch machen. Ja, also nur so. Vielleicht können wir das mal nochmal. Das nächste Lied heißt Komm an.
ein bisschen so, als wären gerade ein paar Buddeln da dran. Das nächste Lied ist auch die gerade laufende Single oder die zuletzt gelaufene, wird es wahrscheinlich sein, wenn es dann ausgestrahlt wird. Ich muss ja jetzt gerade die Ansagen so machen, als wären wir jetzt gerade auf Sendung. Aha. Was passiert denn? Ich weiß nicht. Das, ja, kein Plan. Gut, und Sinqua. So ein schönes Lied. Wie hast du denn jetzt bitte schön eingezählt? Das war die Heavy Metal Version. Ja? Gut, wir machen das nochmal. Oder ich fange einfach an. Ey, ey, du machst es. Gut. Das Problem
gescheitert. Doch das macht uns nichts aus, wir müssen weiter. Das ist der Mann hinter dem Mischpult. Der bestauslösendste Mann der Welt. Ja, das stimmt. Okay, hast du das andere runtergefahren? Thomas, gib uns Saft. Ah, see. Wir haben nun eine Zugabe und die heißt Mühlenratus umgekämpft. Das war korrekt. Steh ich noch für eine Weile an der Ikea.
du sitzt da, siehst aus dem Fenster. Was du von mir hältst, du sagst mir mit ins Gesicht. Ich frag dich, wer bin ich nicht? Die Zeit steht still. Ich weiß nicht, was Das heißt, für etwas mehr als dich und ihr werdet es vielleicht im ersten Augenblick nicht erkennen. Okay.
mit dem fantastischen Nova International. Okay, ihr habt es so gewollt. Ob wir jetzt mal antesten können, ob das auch hinhaut jetzt, weil das ist eigentlich sehr gut für die Atmo-Mikros. Rockmusik heißt das nächste Lied. Wir probieren das einmal mit dem Refrain. Für die, die es nicht kennen, ihr müsst euch nur zwei Sätze merken. Und zwar, du bist Rockmusik für mich. Und der zweite, wer sagt, dass Rock tot sein soll. Wir machen es einmal vor und dann fange ich mit dem Lied an. Du bist Rockmusik für mich, den Weg bis in Teil 1 bis 10. Und wer sagt, dass Rock tot sein soll, verstehen. Und es geht jetzt folgendermaßen. Bei Mu und wer sagt, das müsst ihr eigentlich einsetzen? Bei das, Mu? Bei Mu. Also, du bist Rock, Mu, du bist Rock. Dann haben wir bei Sieg. Nicht Musik. Du ja, bist Rock, nach Mu. Nach Mu auf Sieg. Okay, hey. Haben wir das Wortspiel? Ja, naja. Ich fange mal einfach an. Ich glaube, ihr habt es soweit begriffen, oder? Gut, sehr gut. Es gibt nichts, was mich an dir stört. Nein, du hast dich nicht verhört. Ich muss jetzt gehen, wir sehen uns später. Das sind schon 500 Kilometer. Deine Augen sagen mir, das war gestern mehr als nur ein Bier. Und du bist Rockmusik für mich, die Freakers sind Teil 1 bis 10. Und wer sagt, dass Rock, wer sagt, dass Rock tot sein soll, verstehen. Du bist Rockmusik für mich, die Freakers sind Teil 1 bis 10. Und wer sagt, dass Rock, wer sagt, dass Rock tot sein soll, verstehen. Jetzt seid ihr dran. Du bist Rockmusik.
bis 10. Und wer sagt, dass Rock gut sein soll, hat euch noch nie gesehen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und danke an euch. Danke, es war großartig. Ciao.